Jalvia Tenori, die Bambusmatte, lege, und ich brauche nur 80 Gramm fertigen Reis für eine dünne Rolle. Ja? Und dann, wir füllen so, lege. Und dann, ich mache nur jetzt und 80 Gramm Reis. Ja, das ist ein bisschen viel. Ja. Okay, plus minus 2 Gramm ist okay. Ja? Ja. Okay, also muss man mit dem Pasta und Tuch arbeiten. Ja? Ich habe 80 Gramm fertigen Reis, Pasta und Tuch. Ja? Ich muss diese Hände nass machen und mit dem Tuch abwischen. Und dann diese Nori, glatte Seite kommt nach unten und dann diesen Reis, 80 Gramm Reis. So, rund machen und in die Mitte legen. Ja? In die Mitte, so. In einer Reihe regelmäßig den Reis teilen. Ja? Und dann oben 15 mm, unten 5 mm frei lassen. Ja, wir brauchen 2 freie Plätze ohne Reis. Oben 15 mm, unten 5 mm. So, ja. Und dann die Gurke 18 cm optional. Ja. Das war zu lang. Ja? Das war für eine Insider-Rolle. Dann ich zeige different view. Ja? Besser. Und dann zwei Stäbchen frei lassen unten. Ja. Dann heben Sie mit nur mit Daumen und 8 Finger muss Gurke gut drücken. Das Ende der Matte vorne bringen. Und ich habe noch 10 mm zum Schließen. Hebe ich das Ende der Matte nochmals und nur 1, 2, 3, 4, 5 Bambusstick. Ja. Vorne habe. Und dann, die letzte Mal, wir sollen von drei Seiten drücken. Ja, so. Ja, viereckig machen mit der Matte. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, vier Seiten, voilà. Dann die Gurke bleibt in der Mitte immer noch. Und das Ende kommt nach unten, ja, wenn Sie legen lassen möchte. Und das sollte immer 6 Stücke sein. Also, und ich möchte nicht beide Ende abschneiden, ja? Putzen. Ja? Mit der Matte. Heben. Ja.
persona. Und ich kontrolliere nochmals, wenn es geht. Geht gerade, ja? Ja, ganz in der Mitte, ja? Dann, dritter, ja? Zwei Stücke zusammen, ja? Und dann, ich markiere ein bisschen, so. Dann, wenn sie sicher sind, da, zwei Stücke zusammen. Aber man muss immer mit dem Wasser nass machen und putzen. Gut, gut gegangen. Ja? Und dann, das Ende drücken wir so unten lassen. Ja. Und jetzt voll. Ja. Sechs Stücke. Alle sind schön. Ne? Die Gurke sind in der Mitte. Da kann man schon so auf den Teller anlegen. Voilà. Yeah. Okay.